In diesem Hotel wohnt Helene Fischer. Und sie will an diesem trüben Herbstmorgen joggen mit einem privaten Trainer. Olli, heute ihr Künstlerbetreuer, hat drei davon einbestellt. Natürlich nacheinander. Hallo, guten Tag. Andreas Moch. Wir haben vielleicht schon telefoniert. Hallo. Und Sie sind so nett und laufen kurz mit der Frau Fischer. Denke zeitlich passt super. Bin gut durchgekommen. Das Wetter ist auch gut. Pünktlich, wunderbar. So, Sie müsst eigentlich schon da sein. Ich gehe mir kurz rein, hol Sie. Ja. Bringe Sie ihn wohlbehalten wieder zurück. Super, das wär's. Ciao, bis später. Tschüss, danke. Hallo. Hallo. Fischer, hi. Hallo. Kamp. Ich kenne die Strecke eigentlich ganz gut, deswegen würde ich vorschlagen, ich habe mich schon ein bisschen aufgewärmt. Okay, ich hoffe, Sie können mir heute ein paar Tipps geben noch, aber ja, gerne. Ich fange halt meistens immer an, ganz normal, natürlich ganz locker, leicht. So. Ja. Und ich habe halt die Strecke, da geht's durchs Türchen. Nacheinander geht Helene Fischer mit unseren drei Trainern zum Waldlauf. Und an einer bestimmten Stelle überkommt sie jedes Mal ein allzu menschliches Bedürfnis. Ich geh mal ganz schnell rein. Okay, und nur ganz klar. Kurz, dass Sie vielleicht kurz warten, okay? Das wäre nett, danke. Nein, was ist das? Du, ich hab gar nichts gesehen, ich bin... Scheiße, das ist eine Falle. Was? Das ist eine Tierfalle. Oh, nicht dein Ernst. Du darfst ja keinen erzählen. Was machen wir jetzt? Scheiße. Das ist ja wohl unglaublich. Können Sie mich vielleicht hier runterholen? Ja, na will ich ja gerade. Ich muss nur mal gucken, wie ich hier an diese Drahtseil komme, deshalb. Ja. Können Sie mal bitte was machen? Was steht denn da drauf? Im Notfall wenden Sie sich bitte an den Revierförster Motel. Super. Kannst du mich nicht irgendwie entweder befreien oder du läufst zurück oder keine Ahnung? Ich beeile mich, warte. Oh, beeil dich bitte. Während die Trainer auf dem Weg zum Hotel sind, lassen wir Helene runter und tauschen sie aus. Gegen unseren Lockvogel Caro, mit Nachnamen auch Fischer. Es gibt zwar gewisse Ähnlichkeiten, Kleidung, Haarfarbe, aber eigentlich müsste der Unterschied schon auffallen. Also, die falsche Helene hängt im Netz und unser Trainer kommt endlich beim Oberförster an. Schulze, was ist? Die Frau Fischer hängt im Wildschweinnetz. Wer ist Fischer? Also, Entschuldigung, Schwagersängerin, die heute Personal Training bei mir hat. Sie musste auf Toilette und ist in so einem Wildschweinnetz. Jetzt hängt sie oben. Sie musste auf Toilette, ist in ein Netz und hängt jetzt oben. Also müssen wir sie dringend befreien. Also okay, das heißt, ihr braucht den Schlüssel auf jeden Fall. Super. Das kann ich nicht so joggen wie Sie wahrscheinlich, aber ihr gebt mir mal Mühe. Hallo. Der Förster kommt, ja? Meine Herren. Das tut mir ja nun leid, aber schneller geht ja auch nicht. Und da ist die echte Helene. So, jetzt aber ganz schnell zum Umziehen. Sie hat noch mehr vor heute. Und draußen im Wald stapft der Förster heran. Da kommt er. Hallo, alles wird gut? Ich bin der Förster Schulze. Was haben Sie denn angerichtet? Ja, aber ich habe halt... Hilft doch jetzt nicht. Holen Sie sich mal bitte erst mal runter. Ich muss mir erst... Ja. Das ist ja, das können wir ja klären, wenn sie Boden unter den Füßen hat und vielleicht doch mal dringend ausgetreten ist. Weil das andere kann man ja später klären. Ja, so weit habe ich noch nie erlebt. Ja. Ich hole Sie da raus jetzt. Danke. Das wäre nett. Junge. Mist, das ist der falsche Schlüssel. Ich glaub das nicht. Ja. Ich hab Sie noch am Hotel gefragt, haben Sie alles bei? Ja, habe ich alles. Ich brauche nur einen Schlüssel. Jetzt rufe ich mal die Tina an, meine Forstgehilfe, dann klären wir das. Ja, aber... Jetzt ruft er bei mir an. Tina? Na, die Tina, die werde ich gleich. Hier ist noch die Helene. Ja, hallo. Hier ist Kurt. Hör mal, komm doch bitte einfach mal. Ich habe den Schlüssel, den falschen Schlüssel mit. Ja, ich bin gleich bei euch bei der Wildschweinfalle. Also, bis gleich. Na gut, dann werde ich halt zur Förstergehilfin. Aber zuerst brauche ich ein neues Outfit. Tja, so schnell wird man zur Förstergehilfin. Die Tina kommt gleich. Alles klar da oben bei Ihnen? Ja, und ich muss vor allen Dingen aufs Klo. Na, da kann ich Ihnen leider jetzt nicht helfen. Was ist denn hier los?
Wie blöd muss man sein, dass man da jetzt da reintritt? Ha? Hab ich auch schon gefragt, keine Antwort bekommen. Tina, kannst du denn mal schon das Protokoll machen? Ja, ja, muss ich ja hier. Aha. Das gibt's doch gar nicht. Das hab ich doch konzipiert. Da gehen doch eigentlich nur Wildschweine rein. So war mir klar, das nicht. Nee. Ich bin angerannt gekommen, weil Frau Fischer da oben hängt. Ich sag, oh Gott, was wer ist denn jetzt, da? Das ist hier Frau Fischer, oder? Genau. So. Und dann auf jeden Fall habe ich dieses Schild da gesehen. Und warum gehen Sie also mit der Frau Fischer, warum gehen Sie jetzt zu diesem Ort? Weil das ist ja wirklich nur für Wildschweine. Weil sie auf die Toilette musste. Wer jetzt? Und Frau Fischer. Ah, sie ist hier rein, sie hat gesagt, sie muss auf die Toilette. Wer ist jetzt nochmal Frau Fischer? Die da oben in dem Netz hängt. Sind Sie dann der Herr Fischer? Oder? Nein, ich bin der Personal Trainer von ihr. Ich weiß ja nicht, warum das so lange dauert. Kurt. Ich lasse jetzt ganz langsam runter, ja? Okay? Ja. Sie sind jetzt die Frau Fischer. Ja, Frau Fischer? Ich bin Frau Fischer, okay. Ja. Frau Fischer, vielleicht können Sie... Was soll ich? Wie ist das jetzt? Ich habe jetzt... Und hier kommt der Künstlerbetreuer auf der Suche nach seinem Star. Den Star, den er diesem Trainer vor nicht mal einer Stunde anvertraut hat. Wer sind Sie? Andreas Much. Der Herr Much. Mein Gott. Hier ist aber was los. Halt. Haben Sie jetzt mit der Frau Fischer was zu tun, oder? Und ist jetzt die Frau Fischer? Ja, das ist doch nicht Frau Fischer. Natürlich bin ich Frau Fischer. Ja, wir kennen uns doch gar nicht. Na, Sie kenne ich nicht. Nee. Wieso soll ich Sie kennen? Das ist doch was nicht denn? Helene Fischer. Entschuldigung, ich habe keine Ahnung. Sie hinkt in diesem Seil, ich bin losgerannt. Und Also, das ist hier. Ja, also, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich heiße Caro Fischer. Aha. Caro, ja, das schreiben wir mal auf. Aber Sie sollten eigentlich mit Helene Fischer laufen. Genau. Wo ist jetzt die Frau Fischer? Und wer sind Sie eigentlich? Da, ich bin die Tina, ich bin die Forstgehilfin. So, geht. Schau, Helene Fischer. Und das ist doch nicht die Helene Fischer. Wo ist dann bitte meine Helene Fischer? Dann habe ich Ihre Helene Fischer dann nie gesehen. Ich bin mit dieser Frau losgelaufen. Sie wollte pullern gehen und ist in diesem Fangnetz gelandet. Wir sind losgelaufen. Sie kennen die Frau Helene Fischer? Jetzt mal ganz, nee, kenne ich auch nicht. Aber ist ja auch wurscht. Es muss ja auch jetzt alles mal ein bisschen festgehalten werden. So. Sie kennen die Frau Fischer nicht. Kann ich das Bild mal noch mal haben? Bitte? Bist du busy? Nimm dir Zeit.